Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen, Herren, Unverwandte, Hunde, Tiere, was weiß ich nicht alles. Wir sind heute in einem kleinen neuen Spezial-LB. Es ist Wochenende und alle, die sich fragen, was macht der Typ jetzt da, die haben wahrscheinlich nicht die Ankündigung gelesen, gehört oder was weiß ich nicht alles, die gestern am Freitag kamen. Wir spielen The Forest Co-op. Und zwar nicht miteinander, sondern gegeneinander, liebe Freunde. Wir werden gleich in das Spiel starten, deswegen erkläre ich das im Bildschirm gerade noch. Wir werden gleich in das Spiel starten. Dann werden wir uns in gegengesetzte Richtungen bewegen, werden uns eine geheime Basis suchen, werden diese aufbauen gegeneinander. Die ersten 5 Folgen, machen wir 5 oder 3? Lieber, also, hallo, hallo, Wolke erstmal. Ja, Machen wir 5 oder 3 Folgen Ruhepause, bevor wir uns angreifen. Oder bevor wir uns suchen gegenseitig. ich würde sagen 5. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit, um sich was aufzubauen und Alles klar. Wir machen 5 Folgen, die wir uns gegenseitig die wir uns aufbauen und uns nicht suchen gegenseitig. Und dann ist folgendes. Und zwar gilt folgende Regel. Es wird so lange gespielt, wir machen das erstmal mit einem Tod, danach kommt, gucken wir mal, vielleicht machen wir eine nächste Runde oder so noch. Wir machen das erstmal so lange, bis der erste wirklich. Ne, du stirbst ja nicht sofort, gell? Du wirst ja erstmal in die Höhle verschleift. Und dann stirbst du. ja, Genau. stimmt. Bis der erste wirklich komplett tot ist. Und derjenige, der überlebt, der hat halt gewonnen. Dabei zählt der Tod durch einen anderen Spieler, es zählt der Tod durch Barbaren und was weiß ich nicht alles. Und ja, geklaut werden kann alles, was geklaut werden kann. Gesprengt werden kann alles, was gesprengt werden kann. Ich glaube, man kann gar nichts sprengen. Ich bin mir zumindest nicht sicher. Und wir testen es einfach mal aus. Wenn es gut bei euch ankommt, dann machen wir das weiter. Wenn es nicht gut bei euch ankommt, dann machen wir das weiter. Ja, genau. Das wird jetzt ein anderes, wird das durchgeprügelt, Okay, wir egal was ihr starten jetzt mal. sagt. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Ich habe übrigens keine. Ich gucke gerade die ganze Zeit in die Webcam rein. Ich habe gar keine Webcam an. Sorry für dieses Fauxpaschen, aber leider ist bei mir momentan die Festplatte voll. Und also nicht voll. Ich habe 300 Gigabyte. Wenn ich jetzt beides aufnehmen würde, würde das nicht funktionieren. Ich werde das mal am Mittwoch in die Stadt fahren und mir gucken, ob ich eine 3 Terabyte Festplatte oder sowas mir kaufen kann. Weil ja, meine ist langsam voll. Oh mein Was war Gott. deine? Ist deine jetzige? 2 Terabyte ist meine. Oh, die ist jetzt schon voll. Ja, nach 2,5 Jahren ist das verständlich. Aber Und was haben wir musst du dann wieder das im Fernsehen Zeug? gehabt? Oh, Necklace, oh, was für ein geiler Film hier. Der Wolke, der mit seiner Actionfigur hat keine Chance gegen uns. Den machen wir eiskalt fertig. Der. Bam ins Bist Gesicht. du schon am Wegrennen? Nein. Nein, ich bin noch im Flugzeug. Ich warte auf dich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was bei mir stehst du? Ich höre dich nicht! Epileppi, aber happy. Epileppi, aber happy. Okay, mal gucken, ob Wolko wieder mit seinem Schritt genau über uns steht. Wolke? Ich stehe draußen vorm Flugzeug eigentlich. Könntest du den Barbaren, der meinen Sohn da mitnimmt, einfach mal ins Gesicht schlagen, so da? Der geht gerade raus. Einfach mal Ihn direkt getroffen? facial. Bam. Getroffen? Getroffen? Habe ich ihn getroffen? Ja, gut. Scheiß auf den Sohn, es ist Krieg. Okay, warte. Ich sehe dich. Ich muss mir kurz meinen Beil mitnehmen. Also ich habe Bin jetzt im Busch komplett. versteckt, Ich habe jetzt kurz. komplett neu gemacht. Hast du auch den Flugzeugabsturz gehabt, oder? Ich hab den wahrscheinlich aus Versehen weggescriptet, aber. Hast du neues Inventar jetzt? Nein. Also der Wolke hat ein bisschen Vorteil, das ist aber jetzt nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir looten erstmal die Koffer leer. Also das bist. Doch, du bist wieder der Schwarze mit der Brille. Wir können erstmal die Koffer leer looten beide, bevor wir hier loslegen. Und von jetzt an 3 Folgen Zeit. Ich denke mal, ich werde die Folgen 30 Minuten machen. Ne, 5 Folgen haben wir gesagt. 5 Folgen. Das heißt, wir haben ungefähr 2,5 Stunden, 20 bis 30 Minuten, keine Ahnung. Also ungefähr 2 Stunden haben wir Zeit, uns erstmal aufzubauen. Wir werden auch mit Barbaren zu tun haben, also so ist ja nicht. Wolke wird ja nicht der Einzige. Kann ja sein. Findest du nicht, dass das ein bisschen unfair ist, so? Dass du fliegen kannst und ich nicht? Dann fliegen? Ja, wegen Wolke und so, weißt Ach so. Ja, nee, das Ach so, du meinst, du musst irgendwie den Skill, den ich habe, ausgleichen, oder? Deswegen fliegst du. Genau, so habe ich mir das Ganze gedacht. Ach so. Bei mir da gerade ein Stein im Koffer, so.
Pass auf, dass du keinen Steil vor den Kopf kriegst, Junge. Ich frage mich, ob man sich auch mit Bogen dieser hier abschießen kann. Das wäre mal noch interessant. Stimmt. Was mich mal interessieren würde, wenn ich jetzt eine Falle baue und du tappst da rein, ob dich das dann tötet. Also töten tut's mich nicht, aber du kannst sicher Baseball mit mir spielen. Nee, ich glaube, bei Spielern geht das nicht. Wäre aber cool, wenn sie das einfügen. Vielleicht guckt ja der Forsthersteller genau dieses Let's Play und denkt sich so, oh, das machen wir und... Nein, tut er bestimmt nicht. Oh. Ich muss gleich zum Anfang mal eine ganz, ganz kurze Aufnahmepause machen. Ich werde hier gerade angerufen, da muss ich jetzt mal rangehen. Super. Es geht so professionell einfach los, ist aber kein Problem. Wir können das halt erstmal die Gegend leer looten. Für ein gutes Startinventar. Wie gesagt, der Wolke hat schon ein paar Sticks, der hat auch eine bessere Axt schon, die Steinaxt, aber ja, ich meine die Steinaxt, deswegen mache ich mir jetzt nicht ins Hemd, weil der die Steinaxt hat. Also im Endeffekt wird es genau der Grund sein, warum ich falsch scheitere. Ich weiß es genau. Okay, wir haben Steine voll, wir haben Stöcke voll, das ist gut. Koffer haben wir hier soweit nicht mehr. Hier noch was? Nö, hier auch nicht mehr. Jeden mitnehmen. Stimmt, die haben wir vergessen. Hier ist auch nichts mehr. Da liegt noch ein Koffer. Bam. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis der Wolke wieder da ist. Ist ja kein Problem. Zwei Stunden Vorbereitungszeit, das ist ja nun. Und, also es gibt zwei Challenges. Die erste Challenge ist natürlich, den Gegner besiegen. Und die andere Challenge ist dann, erschließt sich logisch eigentlich, erstmal die Base vom Gegner finden. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, weil wir uns natürlich nicht verraten, wo die Base vom Gegner ist. Ich versuche jetzt gerade nochmal zu gucken, ob hier vielleicht ein bisschen außerhalb noch Koffer liegen. Ah, siehst du mal. Ja, klasse. So. Da. Der Wolke lädt leider nicht hoch, weil der Wolke hat ja so keine Ausrüstung fürs Hochladen. Deswegen gibt es das Let's Play leider nur bei mir, wer sich da... Wer da eventuell, sagen wir mal, Interesse hat, wenn da eventuell Interesse herrscht von einem Let's Player, der das vielleicht schaut hier, es gibt einige Let's Player, die meine Let's Plays auch schauen, das habe ich schon mitbekommen, Alter, geil, viel Kaffee einfach liegen. Und der hätte eventuell Interesse da mitzumachen und das auch mit hochzuladen, der soll sich dann einfach mal melden, vielleicht könnte man in der nächsten Runde dann einfach sagen, gut, dann machen wir entweder zu dritt oder vielleicht hat der Wolke dann keine Zeit, dann mache ich es gegen andere Let's Player, das wäre natürlich auch eine coole Idee. Wo ich dann wahrscheinlich zu verkacken werde. Gegen Wolke werde ich hier nur gewinnen, weil der keine Ahnung von dem Spiel hat und ja. Danke, danke. Bist du bereit, lieber Wolke? Noch nicht ganz. Es ist so viel los, oder allgemein in den letzten Tagen. Wisst ihr, da seht ihr mal, bin ich mal eine Woche krank oder so. Weil wir haben uns extra gestern überredet, haben gesagt, okay, heute um 12, damit auch keiner was zu tun hat oder so. Und jetzt kommt er hier an. Ja, ich habe nur bis um 1 Zeit. Ja, da ist das los. Ja, da aber ist hier was. Es ist erst 11:53 Uhr. Also, ja, liebe Leute, es tut mir wirklich, wirklich unendlich leid. Naja, genau, das würde ich jetzt auch sagen. Würde ich wirklich. Nein, es tut mir wirklich leid. Aber es, ich weiß nicht, irgendwie ist der Wurm drin. Ich bin seit heute Morgen 7:30 Uhr oder was weiß ich, bin ich auf dem Bein und die ganze Zeit... Nur am Machen und Machen und Machen. Ih, das ist ja eklig, das will keiner wissen. Ja, jetzt nicht das hier, ne? Bist du jetzt endlich fertig, Mann? Ich will jetzt loslaufen hier, das ist ja... Ich hack hier ja, schon zwei Sekunden, auf... 2 Sekunden. Ich hack hier schon auf Büschen rum, weil ich nichts besser zu tun hab. Was? Kannst ja, ich hab ja ein paar Treepsap. Weiß nicht, sammel dir Treepsap oder so. Treepsap krieg... Ich geh schon mal auf Tiere los hier in der Gegend rum ran. Wo bist denn du? Sieht jemand die Wolke? Wolke? Ja. Wo bist du? Und auf der Map. Warum bist du irgendwo auf der Map? Also ich stehe noch am Flugzeug. Ich muss hier ganz fix eine E-Mail schreiben. In 2 Sekunden, dann zieh dich ab. Ich hasse ihn. Ja, du kannst doch schon loslaufen, das ist ja jetzt meine eigene Schuld, hast du... Na gut, dann nochmal los. Also ich laufe, wenn du vom Flugzeug jetzt gerade rausschaust, ne? Ja. Dann laufe ich nach rechts. Okay, dann laufe ich auch nach rechts. Nee, du läufst nach links. Vielleicht laufe ich auch gerade raus. Vielleicht laufe ich auch nach hinten. Vielleicht laufe ich auch in die Luft. Vielleicht läufst du auch über. Ja, vielleicht laufe
rüber. Okay. Jetzt gilt's, meine lieben Freunde, jetzt gilt's. Ich werde, ich laufe jetzt durch die Gegend und BAM, tot von meinem Eingeborenen und irgendwie so. So, wir haben ja auch die Umfrage gemacht, also ob mit 0 Patch 0.15, ob mit Patch 0.15 dann, das war der falsche, okay. Dann, das neue, die neue Staffel losgehen soll von, ja, ich bin aus dem Korb. Ups, das war wieder der falsche. Von dem Spiel, und da haben viele gesagt, ja, was, du bist rausgeflogen? Ja, ich bin rausgeflogen. Tja, warum gehst du auch mitten aus dem Spiel raus, Alter? Ach, Ruben. Ja, wie gesagt, das ist alles, was ich vorhin sagen wollte. Ich bin die Woche krank und anstatt mich wirklich zu kurieren, habe ich tausend Sachen um die Ohren und, keine Ahnung. Kommst du da einfach wieder rein? Geht das? Natürlich nicht. Ihr merkt schon, wir sind bestens vorbereitet. Alter, ich habe nicht so viel Zeit für so einen Scheiß. Ich auch nicht. Da kann ich dich jetzt irgendwie einladen. Ja, ja. Na, wie denn? Weil direkt über Steam. Neben meinem... Da war da mal Spiel betreten, geht das? Ach, nee. Ach Mann, ey. Na, jetzt sag mir nochmal, wie ich dich einladen kann. Du hast das schon mal gemacht. Ja, eigentlich neben dem Name, also du hast ja mich in deiner Freundschaft ist und daneben ist ja so okay, hab's gemacht. Ja. Ah. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Ich hoffe es auch. Ja, was ich sagen wollte, die ganze Woche kommt irgendwas Neues. Und dann dachte ich mir heute, okay, ich musste Vorträge ausarbeiten, drum und dran. Bin heute früh um 7:30 oder sowas bin ich aufgestanden, dachte mir, du ziehst das alles durch, machst dein Zimmer sauber, drum und dran, und hast schön Zeit zum Aufnehmen. Das hat sich alles gezogen und gezogen und... ist aufgefallen, ich habe bald Geburtstag und jetzt muss ich mir Vater noch ganz, ganz schnell ein paar Links schicken, was ich mir so wünsche. Das hatte ich nämlich wieder vergessen im ganzen Trouble hier. Ach, der Herr hat Geburtstag, deswegen. Ja. Jetzt bin ich auf der Map, jetzt renne ich einfach mal los hier. Also wenn du, wenn du aus dem Flugzeug rauskommst nach links, dann musst du laufen ungefähr. Ja, ich konnte deinen Namen gerade noch sehen, deswegen. Wirst du könntest meinen Namen sehen, das kann gar nicht sein, ich bin. Lol, ich sehe dich auch. Ey. Ah, man sieht das über die ganze Map. Das haben wir uns natürlich etwas anders gedacht. Shit it? Ja. It is. Kann man das irgendwie Options? Gibt's irgendwie Multiplayer-Optionen? Ja. Gar nicht. Terrain, Skyline. Show hat. Show low. Ja, mach mal Show hat weg. Ja, schon hat es ja. Was ganz anderes. Sieht man das denn? Nein, nicht, oder? Also mein Name, mein Name ist jetzt weg. Wo ist denn das Show? Ach da. Ah, sehr schön. Okay. Ja, ich würde sagen. Dann machen wir weiter. Ja, ich kann jetzt natürlich das Problem an der Sache. Jetzt hast du. Jetzt haben wir natürlich auch keine Nahrungsanzeige mehr und so. Oh. Das heißt, das Ganze wird jetzt sehr, sehr schwer werden, weil wir jetzt nur noch auf die Meldungen, wenn er da wirklich richtig mega Hunger hat. Wird jetzt schon? Oh, oh, ich merke, das wird hier alles andere als einfach. Aber nee, die Meldung kommt ja auch nicht, gell? Oh nein, ich bin schon entdeckt worden, wie behindert. Das mit der Show hat, ist jetzt ein bisschen doof. Ja, das ist jetzt halt Schwierigkeitsgrad Ultra. Das Problem ist, du siehst ja auch nicht, wenn du Hunger, also dir wird auch nicht angezeigt, du hast Durst oder so, das ist ja jetzt ein bisschen suppenoptimal, ne? Suppenoptimal. Ja, müssen wir mal schauen, wie es. Ich sehe auch nicht, wenn irgendwas auf dem Boden liegt oder so, mir wird gar nichts mehr angezeigt. Also kann man eigentlich schlecht spielen, meiner Meinung nach. Ja, das nicht mehr angezeigt wird. Wie behindert ist das denn? Es muss doch mal wenigstens Multiplayer-Optionen geben, also ganz ehrlich. Aber das, was auf dem Boden liegt, du siehst ja,
Was weiß ja, was du aufnehmen kannst und was nicht. Man muss halt immer ein bisschen probieren, ne? Kannst halt eben Ja. nicht mehr nur so durchlaufen, hat ja auch was. Also das vereinfacht die ganze Sache. Ach doch, wenn du in dein Inventar gehst, siehst du, ob du Hunger hast und so. Okay, gut, dass du das auf jeden Fall schon mal, da haben wir das Problem gelöst, das ist gut. Alter, ich komme jetzt hier nicht weg, ich habe mich verhakt. Spiel geht super los. Okay. Muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, ich kann jetzt natürlich schlecht darüber reden, was ich jetzt tue und warum ich irgendwas tue, weil wir uns natürlich sonst gegenseitig spoilern würden und sagen würden, was wir machen. Ja, also ich kann dir sagen, was ich jetzt mache. Ich schwimme gerade. Das ist ja toll. Hallo? Jetzt hat sich bei mir gerade. Gut. Jetzt Und hoffe, hakt. dass mich keine Haie hier jetzt irgendwie. Hä, bin ich behindert? Ja. Ach die, ach so. Okay. Okay. Ich nehme konstant mit 18 FPS. Ah, das kann sich keiner erzählen, ne? Seit dem neuen Update ist das so FPS-lastig geworden einfach. Was sind das da für Klimmelglocken? Ah, hört man das? Ja, es ist 12 Uhr und dann denkt sich die Glocke immer so, ja, ich spinne jetzt mal 5 Stunden lang. Und ja. Na, das ist doch geil. Es wird einem auch nicht mehr angezeigt, also es ist geil. Es wird einem nicht angezeigt, was du pflücken kannst und so. Es wird werden keine Sticks mehr angezeigt. Was ja, ach, Sticks werden einem auch nicht mehr angezeigt. Das könnte problematisch werden. Scheiße, jetzt wollte ich hier. Ah, ja. Die Frage ist natürlich, hast du denn schon angefangen, dir eine Base zu bauen? Nur mal so. Wollte ich, aber Du wurdest entdeckt. nee, das nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Spielbug gerade ist oder ob das eine Area ist, wo man wirklich noch nicht hinkommt oder keine Ahnung. Ich bin halt einfach gelaufen, 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 gelaufen. Dafür so, Kam dann da okay. das Terrain noch nicht verfügbar? Nee, eben nicht, aber also ich habe ja gesagt, ich bin geschwommen und an irgendeinem Punkt fängt mein Typ dann an mit Tauchen und taucht aber nicht mehr auf. Und da komme ich jetzt nicht weiter. Das heißt, den ganzen Weg, den ich jetzt schon gelaufen, geschwommen bin, kann ich jetzt erstmal wieder zurückgehen, um wieder zum Wald zu gelangen. Das ist ärgerlich für dich. Das wirft mich ganz schön zurück, ja. Mist. So, mal ganz im Ernst jetzt hier, ja. So, ich würde sagen, wir bauen uns einfach hier eine Base. Jetzt klingelt hier irgendjemand. Achso, das war richtig. So. Macht er jetzt nicht auf. Pause. Wer sich wundert, warum, da wollte ich es bestimmt auch nicht machen, warum wir uns keine Basic Walls bauen, die funktionieren noch nicht richtig, deswegen lassen wir das momentan mal. Ah, sehr schön. Deswegen, also ich baue mir Defensive Walls, sag ich gleich zu Anfang. Was Ich sagst du? baue mir Experimental Walls. Die funktionieren nicht, gell? Ich weiß, das war ein Spaß, Mann. Das war ein Spaß. Hast du das gegen Spasten? Hast du aber was gegen Nein. Spasten? Da Oh wenn wir. Gott, jetzt kann ich hier alles wieder zurücklaufen. Das ist irgendwie nervig. Jetzt so neu. Also manchmal sind diese Walls noch echt kompliziert gemacht. Also da muss auf jeden Fall noch mal was verändert werden vom Spielemacher. Ich will die Base gar nicht so groß bauen, aber irgendwie ist hier gerade nicht so viel Platz. Ne? Also da ist auf jeden Fall und ich muss natürlich auch genau aufpassen, was ich sage, weil wenn ich hier irgendwas Falsches laber, dann ist Weiße Wolke sofort Bescheid. Das ist auch ein bisschen doof. Manchmal bin ich das nicht. Wie, was, wie manchmal bin ich das nicht? Ich sage, Ich bin doof. das ist, wäre ein bisschen doof und manchmal bin ich das nicht. Hä? Oh Gott. Ich hab irgendwie. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht komplett verirrt habe und gleich vor dir stehe. Das wäre natürlich. Ja, hey, hallo. Oh, du auch hier? Cool.
cool. So. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen loslegen. Also es ist jetzt hier nichts fürs Chillen oder so. Wir müssen natürlich ordentlich loslegen gleich von Anfang an. Ja, stimmt. Okay. Da habe ich natürlich richtig was gekonnt. Gut. Indem ich mich erstmal da voll verschwommen habe und so. Ja, das, man merkt, ich spiele gegen Pro. Wie gesagt, ich werde gegen Wolke gewinnen, weil er kein Ahnung vom Spiel hat. Das war eigentlich nur ein Spaß, aber anscheinend doch. So. Das ist natürlich doof. Du hörst aber keine Ingame-Soundgeräusche von mir, oder? Weiß ich nicht. Also ich gehe ja mal stark davon aus, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Also sollte das nicht der Fall sein. So, okay. Dann legen wir mal jetzt richtig los hier. Und ja, hoffen wir, dass der Wolke da auch langsam loslegt. Denn wäre dann doof, wenn wir dann zu ihm kommen. Hey, guck mal, ich habe gerade ein Feuer gebaut. Folge 6 oder so. Obwohl ich nicht davon ausgehe, dass wir ihn gleich finden werden. Man kann natürlich auch, also es ist ja nicht so, dass wir uns einmal gefunden haben, dass wir uns gleich umbringen werden. Also es wird bestimmt ein bisschen mit Wegrennen sein und so. Also ich werde bestimmt stehen bleiben, wenn er auf mich eintrischt. Es ist nicht so. Ja, der Punkt ist ja auch, wenn man, wie gesagt, man kann ja vorher auch schon auf Einwohner oder was auch immer hier die Viecher auf der Insel treffen. Und wenn die einen schon angreifen, dann hat man vielleicht keine Rüstung oder so. Ja, da brauchen wir noch einen. Weiß ich hier hat man vielleicht keine Rüstung mehr oder was weiß ich, da würde ich dann auch nicht im Kampf gegen den anderen ziehen wollen. Zum Beispiel. Mega schlechter Start hier für mich. Es klappt natürlich wieder mal gar nichts. Es hätte eigentlich funktionieren sollen, aber irgendwie nicht. Na gut. Okay. Bin ja gespannt, wie das Format ankommt, muss ich gestehen. Also da. Ich habe überlegt, ob man vielleicht für jede Folge. Also ich würde gerne die Folgen abkündigen. Sage ich mal. Dass ich sage, okay, gut. Wir nehmen. Weißt du, wie lange wir jetzt schon aufnehmen? Hast du da zufällig schon was im Kopf so? Ich hier gerade nicht sagen. Ja, wieder das Problem, wir müssen natürlich vor Einbruch der Nacht irgendwie eine gewisse Base haben, sonst wird das glaube ich schwer für uns. Ja, es wird gerade Nacht. Oh, echt? Wird schon Nacht? Ah, shit. Und ich hab doch gar nichts! Okay, was heißt gar nichts, also ein bisschen was, aber... Ich glaube, ich werde einfach nur sterben, wenn mich die Barbaren hier pillen. Ja, ich habe auch irgendwie mehr Angst vor den Barbaren als vor dir. Ja, aber ich weiß, wir beide suchen uns gerade nicht, aber... Ja, nicht so für die Barbaren war. Die machen sich jetzt gleich ein Fest, die wollen jetzt gleich hier richtig loslegen. Dadurch, dass ich halt am Anfang gleich so viel Zeit vergeudet habe. Vergiss nicht öfters zu speichern, gell? Ach, schlafen geht ja nicht. Ja, deswegen. Scheiße, toll, da ist schon die erste Barbarenhorde. Super. Okay. Perfekter Start.